Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und heute mal wieder mit einem Gains 101 und zwar einem ganz speziellen Gains 101, denn heute möchte ich euch zeigen, wie man bei Cheat Curls richtig cheatet. Ich sehe immer wieder Leute, die meine Cheat Curls anwenden, die ich ja wirklich auch schon öfters gezeigt habe und auch erklärt habe, wieso ich sie so gut finde, weil man wirklich auch einen Overload erzeugen kann. Das heißt, man cheatet beim nach oben gehen, wenn man nicht mehr kann, und lässt dafür das Gewicht langsam möglich runter. Nur haben die meisten Leute den Fehler gemacht, ich zeige euch das kurz, dass sie dann beim Cheaten wirklich mit dem Rücken am Schluss so hier hingekommen sind. Und das ist dann wirklich einfach erstens mal gefährlich und zweitens nicht optimal. Und deshalb möchte ich euch jetzt zwei Varianten zeigen, die ihr anwenden könnt, um richtig zu cheaten bei Cheat Curls. Meine Lieblingsvariante, direkt zuerst, ist, wenn ihr hier seid, dass ihr mit euren Oberschenkeln einen Bounce erzeugt. Das heißt, ihr macht dadurch habt ihr in diesem Moment einen kurzen Bounce und kommt dann mit diesem Schwung auch wieder nach oben. Oben natürlich dann auch immer wichtig, wenn ihr den Cheat macht, dass ihr dann hier wieder schön langsam nach unten kommt. Jetzt, wenn ihr aus irgendeinem Grund so große Eier habt, dass es nicht geht oder im Allgemeinen euch die Technik nicht zusagt, dann gäbe es noch die zweite Möglichkeit. Das wäre dann, mit den Füßen zu arbeiten. Das heißt, ihr macht dann den Schwung so, dass ihr geht kurz auf die Zehen hier. Das heißt, auch hier holt ihr wieder den Schwung von unten mit geradem Rücken. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Das heißt, Cheaten alleine ist keine schlechte Sache, wenn man bewusst das auch anwendet und dann nicht irgendwie sich, ich sag's jetzt mal, verletzt. Also Cheat Curls, ich sag mal, bei den Curls ist eigentlich eine der einzigen Übungen in meinen Augen, wo man sich auch erlauben kann zu cheaten, weil es eben wirklich einen nachweisbaren Effekt bringt. Zum Beispiel beim Kreuzheben, da ist der sagen wir mal, der Nutzen-Risikofaktor nicht wirklich was wert. Also ich würde es nie beim Kreuzheben versuchen, mit Schwung zu arbeiten. Wieder beim Curlen, wenn man den so macht, wie ich das euch jetzt gezeigt habe, habt ihr eigentlich null Risiko dabei, euch zu verletzen. Einfach immer darauf achten, die Handgelenke gerade stabil zu halten und wirklich dann auch den Cheat entsprechend auszunutzen. Das war es eigentlich schon. Zwei kleine Optionen, wie man das am besten richtig machen kann. Das heißt, nie wieder mit dem Rücken nach hinten irgendwie Verletzungsrisiko vermeiden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Sonst danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.